Um den Pokal dreht sich fast alles heute im Fußball und auch in unserer Sportschau, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mag sein, dass der ein oder andere der Vereine heute Abend sagen muss, dieser Pokal hat eben doch andere Gesetze. An diesen vielleicht schon etwas abgegriffenen Satz haben sich gestern zumindest schon drei Vereine der ersten Bundesliga erinnern müssen, die zusammen nur ein Tor zu Wege gebracht haben, dabei sieben kassierten und ausgeschieden sind. Das bedeutet, dass die ersten Schatzmeister oder Kassierer ihre Haushaltspläne für die neue Saison schon etwas ändern müssen. Düsseldorf flog in Schalke mit 0:3 raus, Nürnberg verlor in Osnabrück mit 1:3 und Bochum scheiterte in Aachen mit 0:1. Ein großer Tag also für die Vertreter der zweiten Liga und eine ernsthafte Warnung für die Clubs der ersten Liga, von denen Uerdingen, und damit sind wir bei unserer Übersicht, wie es schien, heute in Sandhausen die leichteste Aufgabe zu haben. Zweimal gibt es in unserer Sendung das Kräftemessen zwischen Vertretern der zweiten und der ersten Liga, bei Kassel gegen Bayern München und bei Fortuna Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Und schließlich sind zwei Bundesliga-Clubs Partner, nämlich der SVW Mannheim und Leverkusen. Bei den Europameisterschaften der Schwimmer in Rom konzentrieren wir uns heute auf die Entscheidung der Damen über 200 Meter Delfin und widmen einige Minuten dem schlechten Abschneiden unserer Wasserballer, die bei dem Versuch, ihren Titel zu verteidigen, baden gegangen sind. Wir beginnen aber mit dem Fußball. In dieser ersten Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs sind ja im Allgemeinen oder immer 64 Vereine dabei. 28 kommen in diesem Jahr aus dem Amateurlager. Einer davon ist Sandhausen, einer unserer Schauplätze bei dieser Sportschau. Und wenn Sie sich unsere Grafik ein bisschen genau anschauen, dann merken Sie, dass es eine große Zusammenballung in Nordrhein-Westfalen gibt. Wen wundert's? Das ist nicht anders auch im bezahlten Fußball. Sandhausen also, der Amateur gegen die Profis. In Mannheim gibt es das Duell der Bundesliga-Clubs Köln gegen Kassel, die Schauplätze erster gegen zweiter Liga. Die Kasselaner zählten in der vergangenen Saison lange zu den Kandidaten für den Aufstieg. Sie erreichten das Ziel nicht, aber sie sind auch jetzt schon wieder vorne zusammen mit dem KSC. Die Bayern zählen logischerweise immer zu den Favoriten in der Bundesliga. Sie waren aber zu Hause nicht so überzeugend wie zum Beispiel auswärts in Bielefeld, suchen immer noch nach einem Nachfolger für den Paul Breitner im Mittelfeld, haben jetzt Probleme mit Dieter Hoeneß, der wurde operiert, mit Karl-Heinz Rummenigge, der fehlt wegen einer Zerrung. Und so war, wenn Sie so wollen, der Bruder Michael, der kleine Bruder, heute auf sich alleine gestellt. Dieter Meier.